Und da sind wir wieder zurück zum letzten Part in der Kategorie Meisterball Premium Cup natürlich. Oh oh, das ist wieder blöd. Was soll man denn da einsetzen? Da werde ich Mewtwo einsetzen, ich riskiere nichts. Ich werde Lapras einsetzen und ich werde... Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Gengar kommt, ist ja egal. Und ich werde speichern, sicherheitshalber. So, Moment, also wenn es kurz rückt. Nicht wundern. Die Sache wird langsam spannend. Auch in die fünfte Runde. Oh, das wird sich schon nicht aufhängen. Einfach volles Risiko. Psychokinese. Ein wirklich furioser Blitzstart. Das nenne ich einen Blitzstart. Welch furioser Blitzstart. Sie begeben sich in Kampfposition. Mal Elektrik. Kriegsreif für Elektrik. Nun kämpfen vielleicht zwei Pokémon. Wieder ein Volltreffer, Mewtwo, ha? Hier ist der Angriff. Na. Schade, aber was überlebt er nicht weiter? Na, no, Donnerbälle. Geht daneben, geht daneben, geht daneben, geht daneben. Es ist paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was nun? Ein guter Treffer. So sieht es aus. Dampfhammer. Oh, ist das das Ende? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Da habe ich eine Idee. Der aktuelle Stand ist da habe ich eine Idee. Ein Pokémon. Da setze ich Gengar ein. Wechselt dann mit Mewtwo aus. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ring frei für Gengar. Wow, es hat sich verwandelt. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Und Mewtwo, weil eingefroren können wir nicht mehr werden durch ein Eishieb. Und Psychokinese wird uns auch nicht so viel machen. Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Und vorerst können wir nicht mehr werden. Sie sich mit Drohgebärden an. Was ist das? Ja, ein Treffer! Und Mewtwo ist natürlich der Ball, ist wieder egal. Perfekter Treffer! Was, der überlebt das? Sie schenken sich wirklich nichts. Sie begeben sich in Kampfposition. Okay. Ach, es ist vollständig paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Da kommt Psychokinese, hellen Räume die nicht. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Das geht schon. Das geht schon. Was nun? Ein guter Treffer. Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Oh, ist das das Ende? Das war's! Der Kampf ist vorbei! Ein bisschen geleatscht, aber sonst. Da haben wir die ausgetrickst, den Forscher. Und diesmal die extra Continuous Summer wäre mir genug. Ja, Mewtwo definitiv. Mewtwo auf jeden Fall. Ich sehe schon Relaxo, da werde ich mal Zapdos mitnehmen. Und Simsala wieder ein bisschen schwierig, da werde ich...
Werde ich ihn da mitnehmen. Lapras vielleicht, in der Hoffnung, dass wir es einfrieren können. Wenn er es reinholt. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Weißt du was, ich probier's gleich. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Die erste Attacke. Ja, sehr gut. Wie wird der Trainer reagieren? Ein guter Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Sie begeben sich in Kampfposition. Ein Pokémon wechselt an. Na gut. Trinkfrei für Simsala. Okay. Geht auch, auch kein Problem. Was nun? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Ja, weil ich hole jetzt... Naja, Zapdos frisst vielleicht viel Schaden, aber wir werden sehen. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Riskieren wir es einfach. Das Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Ringfrei für Zapdos! Es regeneriert Kraftpunkte. Okay, also das Spiel spielt also. Das ist kein Problem. Dann kriegst du jetzt Toxin, wirst schwer vergiftet. So. Reflektor. Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Oh, Toxin! Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Sie schenken sich wirklich machen wir noch. Nichts. Nein, jetzt wechsle ich auch. Auf Zapdos. Nein, auf Mewtwo, ich Idiot. Und heil mich dagegen, solange bis sein Gift so stark ist, dass es nichts mehr machen kann. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ein bisschen taktischer spielen. Was passiert jetzt? Deine Spezialattacke ist am Boden. Schau, ob das bei mir auch geht. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Bei Relax ist das schon passiert, aber ich will auch beim ersten Mal Psychokinese gleich Volltreffer. Was ist und das? Spezialwert. Deine Spezialattacke ist am Boden. Was geht ab? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Ich werde dann trotzdem mit Donnerblitz angreifen, sobald ich mich geheilt habe. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Es regeneriert Kraftpunkte. Naja, er verliert mit seinem Gift. Er verliert. Das Gift wird nachher so stark, da kann er nichts mehr machen. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Sie begeben sich in Kampfposition. Hier ist der Angriff. Es regeneriert Kraftpunkte. Er müsste wechseln, wenn es ihm helfen sollte, aber so. Intensiver. Ich mag Psychokinese, vielleicht sinkt der Spezialwert noch einmal. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ah, er wechselt aus. Pokémon-Wechsel steht an. Er möchte also auswechseln. Ringfrei für Lapras. Was nun? Tja. Spezialattacke ist am Boden. Jetzt sind wir mal der. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Der einen Spezial senkt. Aber ich werde trotzdem Donnerblitz machen. So. Was passiert jetzt? Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Was ist das? Ha, nicht paralysiert. Sie schenken sich wirklich nichts. Problem ist, Genesung kann er jetzt sehr oft, also 32 Mal, ne? Wurden erteilt. Das Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Oh, es wurde vergiftet. Wird es das überstehen?
Ein kraftvoller Angriff! Ja, ein Treffer! Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Was geht ab? Das war ein Wunderpunkt! Mach Genesung, komm, mach's. Es regeneriert Kraftpunkte! Ein wahres Spannungsfeuerwerk! Sie begeben sich in Kampfposition. Was nun? Spezialwert senken, komm. Wieder ein Volltreffer. Ja, das war's jetzt nicht. Wenn er sich nicht heilt, jetzt ist es so. Ah, oh, dieses Genesungs-Glitschen, das ist unglaublich. Der Kampf wird immer intensiver. Ich will jetzt nicht wechseln, solange. Solange der nicht wenigstens ein, zwei Mal den Spezialwert gesunken hat. Er. Einmal mindestens. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Es regeneriert Kraftpunkte. Ein sehr rasanter Kampf. Also ich Blizzard so gemacht. Hier ist der Angriff! Ein guter Treffer! Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. So, er hält sich sowieso. Sie schenken sich wirklich nichts! Also, machen wir Psychokinese nochmal. Was ist das? Okay, Spezialattacke ist gesunken. So, jetzt könnte ich zu Lapras wechseln und Blizzard reinspammen. Es regeneriert Kraftpunkte. Oder vielleicht könnte ich es noch einmal senken. Das würde nämlich helfen. Der Arena-Fight geht weiter. Einmal noch wird es dir helfen. An. Was geht ab? Deine ja. Spezialattacke ist am Boden. Ja, mach Genesung. Es regeneriert Kraftpunkte! Jetzt verschwende ich kein Psychokinese mehr. Die hebe ich mal auf dann, falls nur noch er der Letzte ist, der lebt. Der brandheiße Kampf reißt. Sondern wechsle jetzt zu Lapras. Sie begeben sich in Kampfposition. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ringfrei für Lapras! Was nun? Ja, ein Treffer! So, schauen, was jetzt Blizzard abzieht. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer! Und das überlebt er noch. Oh Gottes Willen, das gibt's ja nicht. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. So. Na sicher macht er Genesung, das feige Schwein. Es regeneriert Kraftpunkte. Das ist wie damals mit dem Genera-Kampf, den wir gehabt haben. Jetzt wieder ein Volltreffer und das war's. Komm, Lapras, bitte. Eingeschneit, Blizzard! Ja, besiegt, der ist weg. Gut, hat nicht so lang gelitscht, aber es hat doch ein bisschen gelitscht. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Befehle wurden erteilt. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Sicher, schon komplett fertig, der ist tot fast und paralysiert. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh, ist das das Ende? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Der Idiot noch. Pokémon betritt den Ring. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon.
Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was ist das? Ein guter Treffer. Hätte einfrieren können. Was geht ab? Ja, ein Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Wie kommt denn das? Ja, ein Treffer! Es ist am Boden! Das war's! Der Kampf ist vorbei! So, und da machen wir an Safe, weil sonst passiert was. Ich sehe es schon kommen, jetzt wo der Kampf so lange gedauert hat. Ach, Gott sei Dank, ein Vogelfreak. Na klar, Arctos, Zapdos, Lavados. Was ist denn das? Ja, werde ich mit Mewtwo ganz einfach werde ich mitnehmen. Ich werde mein Zapdos mitnehmen. Und ich werde Lapras mitnehmen. Das ist das Halbfinale. Die Spannung ist unerträglich. Niemand möchte jetzt noch verlieren. So, Donnerblitz. So. Ein kraftvoller Angriff. Oha, da hat jemand ein Zweifel vor. Was, so stark? Fallsturm, hör mal Fallsturm. Ich habe hier keine physische Attacke. Ich bin verbrennt. Schwerer Treffer. Peanuts. Peanuts. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Frisch gegrillt. Donnerblitz. Das hat gebrettert. Das hat ordentlich gebrettert. Das Ende. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Arctos. Nun kämpft. Da haben wir es gleich im Spiel. Donnerblitz. Was nun? Nein, das sieht gar nicht gut aus. Fast. Was passiert jetzt? Oh, die Attacke ging dann nicht. Das schaust, ha? Das schaust. Der Kampf wird immer monotoner. Der vorletzte Kampf leecht, wer weiß ich was. Oder der vorverletzte. Und der halbfinale Kampf ist eigentlich relativ easy. Es ist am Boden. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Jetzt hat er Zapdos auch noch. Komm. Nein! Garados! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Vierfach Schwäche gegen so Elektro. Und tschüss mit Ü. Genau auf die Schwachstelle. Vielleicht überlebt das, aber nur ganz. Na, hätte gar nicht. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! So, na gut, der Kampf war jetzt nicht so schwer. Da brauche ich nicht unbedingt abspeichern. Weil wenn ich da jetzt verliere, mache ich halt einfach den Kampf noch einmal. Aber wenn es sich aufhängt. Jetzt wird es interessant. Jetzt sicher Mew, Mewtwo. Na, Mew hat er nur. Okay. Nur Mew hat er. Da ist am coolsten, wir setzen Lapras ein. Wir nehmen Mewtwo natürlich mit. Ich nehme Zapdos mit. Es ist soweit, das Finale! In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern! Ich habe so ein Glück momentan, dass immer die reinkommen, die schwach sind gegen mein Lapras. Na, beziehungsweise, oh ja, eigentlich schon. Blizzard, das ist gegen alles gut. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Blizzard ist gegen alles gut. Ah! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Er macht Psychokinese, außer er sieht das den Spezialangriff jetzt, das ist scheiße.
ein guter Treffer. Und hoffentlich trifft Blizzard jetzt, dann ist schon mal einer weg. Spannungsfeuerwerk. Eingeschneit, Blizzard. Ja, genau passt. Auf die Schwachstelle. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Ringfrei Blitzer. Für Blitzer. Shit. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Na warte, ich habe Zapdos noch. Ich hätte Jod, der ist ja auch gegen Elektro. Na ja, wurscht. Egal. Pokémon-Wechsel steht an. Aber ich kann Blitzer paralysieren, das ist wichtig. Und dann wechsle ich halt auf Mewtwo. Ringfrei für Zapdos. Was nun? Ja, okay, das ist aber noch aushaltbar. Wird dieser Wechsel den Kampf auf jeden Fall Donnerwelle. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ja, physische Attacken. Es kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Ist egal, ich wechsle sofort auf Mewtwo aus. Es setzt Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Sie schenken sich so, wirklich und nicht. Mewtwo. Die Befehle wurden erteilt. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. Ringfrei für Mewtwo! Es hat leider die gleiche dumme Idee gehabt. Oh, es ist paralysiert. Aber Mew wird nachher vergiftet, glaube ich. Ist das gescheiterste, oder? Wenn das letzte ist. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Hier ist der Angriff. Ein böser Treffer. Was ist das? Ein guter Treffer. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Psychokinese. Dampfhammer. Was geht ab? Ja, dann erblitzt mich, ja. Der Kampf wird immer intensiver. Weil Toxin ist blöd. In Kampfposition. Sobald er wechselt, das ist immer scheiße. Es ist vollständig paralysiert. Und bei Blitzer natürlich nicht. Was nun? Ja, ein Treffer. Aber ich heile mich jetzt. So gehe ich sicher nicht in den nächsten Kampf. Vielleicht ist der Blitzer mal paralysiert jetzt. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ja. Für Mew. Mew hat eingesetzt. Es muss jetzt einiges wettmachen. Es regeneriert Kraftpunkte. Wird dieser Wechsel den Kampf so beeinflussen? Sagt das. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Mew ist wieder voll. Ah, Mewtwo ist wieder voll. In seinen Pokéball zurück. Was passiert jetzt? Ist egal. Hauptsache, er kann noch wie wird sich das eingewechselte Donnerwelle Pokémon machen. Schlagen? Das ist wichtig. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Was ist das? Oh, es ist paralysiert. Und jetzt haue ich dich runter, wenn ich es überlebe. Was geht mit ab? Boah, Schnabel. So weit wie ich runterkomme mit ein dir. Guter Nein, alles hin. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So, dann haben wir... Was nehmen wir denn jetzt? Mewtwo? Die Befehle wurden erteilt. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nichts. Was nun? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Was passiert jetzt? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Ja, wenigstens bei Cannons gesenkt worden. Sie schenken sich wirklich nichts. Sie begeben sich in Kampfposition. Was ist das? Mitten ins Schwarze.
Na, jetzt haben wir einen Volltreffer. Ah, jawohl. Aber ich glaube, es kann sich eh nicht heilen. Das ist Gott sei Dank beim Mew kein Problem. So. Was geht ab? Spezialwert dahin. Ja, okay, beim nächsten Mal ist das. Das Mew-Us. Weiche. Oh Gott, es kann eine Weiche. Bitte nicht. Warum nur? Ein sehr rasanter Kampf. Das hätte ich auch. Ich hätte Mew schon schneller reinnehmen können. Verdammte Scheiße. Das wird Liedschaft werden jetzt. Der Kampf wieder. Oh, wieder Spezialattacke gesungen. Sehr gut. Es ist vollständig paralysiert. Sehr gut. Der Arena-Fight geht weiter. Sollte ich Donnerblitz machen? Ist es nicht vielleicht gescheiter? Wir werden es einmal schauen, was das jetzt abzieht. Was passiert jetzt? Ein böser Treffer. Es hat sich Bakker geschlagen. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Er schickt das letzte Pokémon hinein. Und ein Blitzer, was fast verreckt ist. Noch ein Stupser und das war's. Ganz genau. Noch ein Stupser. Komm, Jutu, mach den Stupser. Zwei gegen ein Pokémon. Einen vollen Powerstupser. Und ein Volltreffer noch. Sehr gut. Ist das das Ende? Yeah! Wir haben einen neuen Champion! Yes! Juhu! Und wir sind. Ja, wir sind. Champion. Lapras. Der uns diesmal nicht enttäuscht hat. Mewtwo, der uns sowieso nie enttäuscht. Genauso wie Zapdos. Er enttäuscht uns auch nicht. Chanera war diesmal nicht im Einsatz. Aber nicht oft, aber ist trotzdem gut. Gengar natürlich der Killer. Und Nidoqueen, ja, haben wir auch leider nicht die Chance geben können. Weil durch sein Gifttyp ist er halt sehr anfällig. Und ja, das war's. Wir haben den Meisterball auch geschafft. Das heißt, beim nächsten Mal schon sehen wir uns dann in der Arena. Also bis dann, euer Slavos. Tschüss.